Ich habe die Lok abgehängt. Bei voller Fahrt. Nicht schlecht, oder? Meinst du, wir bekommen Ärger? Wegen der Lok? Glaube ich nicht. Sie war schon ziemlich alt. Komm raus, dann können wir uns unterhalten. Ich war im ganzen Zug. Hier ist niemand mehr außer uns beiden. Was für ein Abenteuer. Oh ja. Erzähl mal, was hast du hier im Zug beobachtet? Also, das war so. Ich wollte ja meine Pistole holen. Als der Karl weg war, bin ich aufgestanden und habe gegen die Scheiben getrommelt. Ich wollte schnell weg. Aber dann habe ich mir gedacht, was, wenn mich der Karl im nächsten Waggon hört? Da habe ich Angst bekommen und habe mich wieder versteckt. Das hast du gut gemacht. Ja, genau, hier steht's auch schon. Ich frage mich, ob es sich bei der ganzen Sache wirklich um einen Mann gehandelt hat. Denn ganz ehrlich, gut, das Husten, das klang sehr männlich, aber vielleicht ist das jetzt auch einfach Mats Erinnerung geschuldet. Aber dieser Gang sah doch verdammt weiblich aus, finde ich ehrlich gesagt. Von daher, ist es denn wirklich ein Mann gewesen? Du bist sicher, dass es ein Mann war? Ganz sicher. Eine Frau. Was denn sonst? Eine Frau? Pff, nein. Mädchen können doch keine Einbrecher sein. Mädchen sind immer so brav. Wenn du wüsstest. Hast du den Mann erkannt? Ist er dir schon einmal begegnet? Ich glaube nicht. Würdest du ihn wiedererkennen, wenn du ihn siehst? Nein, es war ganz dunkel und ich habe mich versteckt. Warst denn ein großer Mann? Oder ein kleiner? Ein Mann halt. Ich glaube, es ist ein böser Mann. Wieso glaubst du das? Er hat sich durch den dunklen Waggon geschlichen und ganz heimlich getan, obwohl alle anderen draußen im Tunnel standen. Vielleicht wollte er auch nur seine Holzpistole holen. Ach Mensch! Dieser Briefumschlag, den der Mann verloren hat, wo ist der geblieben? Ich dachte, er sei vielleicht wichtig. Ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal nach. Hm, ein paar Scheine. Ein italienischer Reisepass. Leer. Sehr interessant. Und hier ein Ticket Für die Kreuzfahrt. Was? Genau so sehen die Tickets aus, die wir für das große Schiff haben. Das, mit dem wir von Venedig nach Kairo fahren. Tatsächlich? Darf ich den behalten? Was willst du denn damit? Eine Reise machen. Aha. Ich hab das... Es ist ein Beweismittel. Und meine Chance, mit auf die Reise zu gehen. Das Ticket und alles andere im Brief sind Teil meiner Ermittlung. Und Sie haben in Kairo sowieso nichts verloren. Wenn ich Ihnen den Briefumschlag nicht gegeben hätte, hätten Sie keinen Beweis, dass der Erbe des Raben an Bord des Schiffes sein wird. Ach, das Schiff ist die nächste Gelegenheit, das Auge zu stehlen. Und er wird nicht aufgeben, bis er es hat. Und genau deswegen sollten Sie mich mitkommen lassen. Nein. Gut, an der Stelle nochmal kurz Anmerkung zu der Szene gerade. Ich habe das gar nicht erkannt, dass das ein Brief sein sollte, weil der ja im Boden einfach verschwunden ist. Etwas blöd gemacht, hätte man vielleicht auch nochmal ausbessern sollen, denn es ist ja doch von etwas größerer Relevanz in dieser Szene, dass da ein Brief fallen gelassen wird. Und das Zweite, das sah ja richtig aus wie eine Einladung, dass der unser Protagonist, ich bin mir gar nicht sicher, ob er Ziegler hieß, ich glaube, oder? Es ist halt wirklich schon lang her, dass ich das gespielt habe, dass er mitkommen soll auf die Reise, beziehungsweise
dass das so eine Anmerkung war, ich werde auf dem Schiff sein, fangt mich doch, wenn ihr könnt. Denn, großer Leck, denn so etwas fallen zu lassen, das passiert garantiert nicht aus Versehen, garantiert nicht auch zufällig an genau dieser Stelle, ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Gut, aber machen wir erstmal weiter. Ich habe es mir verdient, mitzukommen. Sie haben Außergewöhnliches geleistet. Mehr als irgendjemand von Ihnen erwarten konnte. Und trotzdem wollen Sie mich hier zurücklassen? Sie haben unserem Gegner die Stirn geboten und sind gerade so mit dem Leben davongekommen. Nächstes Mal haben Sie vielleicht weniger Glück. Es war kein Glück. Sie können erhobenen Hauptes in die Schweiz zurückkehren. Genießen Sie Ihren Triumph. Ich habe noch nichts erreicht. Der Kerl wollte uns umbringen und ist immer noch auf freiem Fuß. Also ich kann Legrand ja irgendwo verstehen, denn eigentlich war unser Schweizer Freund hier nicht für mehr zuständig als für die Reise jetzt mit dem Orient Express. Eigentlich ist seine Kompetenz damit abgearbeitet. Andererseits war er ja schon hilfreich, von daher kann er doch auf die Hilfe bauen. Und der andere Typ vom Scotland Yard, der ist ja ein totaler Vollpfosten, auf den würde ich nicht vertrauen. Der ist sowieso ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Aber das wäre wohl zu naheliegend, dass der irgendwas damit zu tun haben könnte. Was haben Sie eigentlich noch im Tunnel herausgefunden? Nicht viel. Nachdem wir aus dem Tunnel gekommen sind, haben Robert und ich die Passagiere verhört. Was nichts ergeben hat? Nein, der Lokomotivführer und der Heizer waren verschwunden. Man hat sie später einige Kilometer die Strecke hinabgefunden. Beide behaupten, von einem Schatten überwältigt und vom Zug geworfen worden zu sein. Aber Sie glauben das nicht? Ich lasse die beiden überprüfen. Eventuell wurde einer bezahlt, um den anderen auszuschalten. Wie konnte der Erbe des Raben von der Falle erfahren? Wie konnte er das Dynamit in die Kassette legen und wie den Brief platzieren? Das Dynamit war vermutlich schon in der Kassette, als ich sie in den Tresor gelegt habe. Ich habe nicht reingesehen. Sie hatten keinen Grund dazu. Es war nicht mein einziger Fehler. Ich wusste, dass jemand oben auf dem Dach des Transportwaggons war. Aber ich habe mich durch den verfluchten Brief ablenken lassen. Woher wussten Sie? Zu spät. Ich hätte gleich reagieren müssen. Diese Ruckler, das sind genau dieselben Stellen wie beim letzten Mal, an denen es angefangen hat zu ruckeln. Ich werde, sobald die Szene der Dialog um ist, mal kurz eine Pause machen, um zu schauen, ob diese Asynchronität wie beim letzten Mal wieder auftritt. Das wäre natürlich ärgerlich. Ansonsten gibt es jetzt nicht so viel mehr dazu zu sagen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass er wusste, dass jemand auf dem Dach war, aber gut, er kennt die Methoden des Raben halt, ne? Von daher vielleicht auch gar nicht so abwegig am Ende. Ich komme mit, basta! Unser Gegner ist fähig, mehrere Stangen Dynamit unter meiner Nase in eine Geldkassette zu schmuggeln. Nach allem, was wir wissen, könnten sie jetzt gerade auf der nächsten Bombe sitzen. Es geht einfach nicht. Aber... Wir sind da. Eigentlich ist es seine freie Entscheidung. Er hat ein Ticket. Inspektor Legrand, ein eiliges Telegramm aus Paris. Schlechte Nachrichten? Es ist wegen des Fehlschlags im Zug. Ich soll zurück nach Paris und mich erklären. Aber Sir, was ist mit dem Auge? Man will die ägyptischen Behörden informieren, dass möglicherweise ein Diebstahl geplant ist. Möglicherweise? Ägyptische Behörden? Was, wenn der Stein schon auf dem Mittelmeer gestohlen wird? Ja, ich weiß, ich weiß. Das habe ich nicht bekommen. Überwachen Sie die Verladung des Auges, Robert. Aye, Sir. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Zellner, genau, Zellner hieß er. Verzeihung, dass ich da vorhin was Falsches erzählt habe. Tja, und damit sind wir alle inoffiziell hier nur noch am Ermitteln, ne? Also jetzt ist keiner mehr auf den Fall offiziell angesetzt. Von daher kann Herr Zellner ja jetzt eigentlich einfach mitkommen. Ist doch kein Problem, oder? Was hat der Konstable für ein Problem mit mir? Ich glaube, er ist eifersüchtig. Er wurde mir von Scotland Yard als Unterstützung zugewiesen. Ganz ähnlich wie Sie von den Schweizer Behörden. Mit dem Unterschied, dass er mit nach Ägypten darf. Robert soll mich die ganze Zeit begleiten. Ihr Auftrag bezog sich nur auf die Schweiz.
Im Moment würde ich genauso gerne zurück in die Schweiz gehen, wie Sie nach Paris. Ich weiß, aber ich bewege mich auf dünnem Eis. Da sollten Sie mir nicht noch auf den Schultern sitzen. Und da im Tresor ist also das zweite Auge. Ja, ein Smaragd. Seit Anfang des Krieges lag er in einer Züricher Bank. Ich habe ihn persönlich aus dem Banktresor genommen. Und Professor Lucien hat als Experte seine Echtheit bestätigt. Und während im Zug ein falscher Edelstein auf Reisen ging, wurde der echte per Geldtransporter hierher gebracht. Wie ist er gesichert? Man kann den Tresor nur öffnen, wenn man drei passende Schlüssel hat. Einen hat Professor Lucien, einen Baronin von Trebitz, die all das hier bezahlt. Der dritte ging per Luftfracht an Dr. Abbas Mokhtar, den Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo. Das heißt, nicht einmal Sie können den Tresor während der Überfahrt öffnen? Das ist korrekt. Wir wollten es potenziellen Dieben nicht so leicht machen. Löblich. Sie setzen damit Ihre Karriere aufs Spiel. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Und ob mir das bewusst ist. Was interessiert Sie so an diesem Fall? Jemand gibt sich als der Rabe aus und schon riskieren Sie Ihre Karriere? Was, wenn er sich nicht nur dafür ausgibt? Wie meinen Sie das? Es ist seine Handschrift und Nico hat mich nur einer genannt. Schon einmal daran gedacht, dass ich damals den falschen Ich Schaden weiß ja nicht, könnte. Wie genau es sich damals zugetragen hat. Das musst du wissen. Aber wenn du daran zweifelst, kann es natürlich sein, dass es jemand anders war. Aber wie meinen Sie das? Nehmen wir einmal für einen Moment an, die Person, die ich damals angeschossen habe und die daraufhin vom Dach gestürzt ist, war nicht der Rabe. Wer hätte Interesse an der Wahrheit gehabt? Der Polizeipräsident? Die Politik? Nein, die wollten sich mit einer erfolgreichen Jagd schmücken. Und dem Raben hätte doch gar nichts Besseres passieren können. Die Jagd auf ihn wurde eingestellt. Er musste mich nicht mehr fürchten. Denn mir wurden so viele Orden umgehängt, dass er ihr Klimpern über Kilometer gehört hätte. Und jetzt ist er wieder zurück. Und Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann. Klingt das für Sie wahrscheinlich? Die Federn, die Briefe, Nico. Niemand außerhalb des Polizeiapparats weiß, dass der Rabe mich in seinen Briefen so genannt hat. Polizisten tratschen und es gibt genug gute Fälscher. Sie können doch nicht ernsthaft Ihren Ruf wegen so schwacher Hinweise gefährden. Nur Anerkennung für etwas, das ich vielleicht gar nicht getan habe. Ich muss einfach wissen, wer hinter niemand all dem hier außerhalb steckt. Des Polizeiapparates, aha. Könnte das nicht auch auf den Constable zutreffen, dass er vielleicht davon weiß? Aber ich habe ja gerade gesagt, das ist eigentlich zu offensichtlich, als dass es Sinn machen würde, dass er das ist, der Rabe. Fassen wir mal zusammen. Einer der beiden wertvollsten Edelsteine der Welt wurde gestohlen. Ganz offensichtlich soll auch der zweite gestohlen werden. Sie vermuten dahinter einen legendären Einbrecher, der eigentlich seit 5 Jahren tot ist. Weiter? Der zweite Edelstein wird dort gerade verladen. In einem Tresor, für den man 3 Schlüssel braucht. Den ersten Schlüssel, den vom Archäologen, dürfte sich unser Gegner schon im Zug besorgt haben. Über den Verbleib des zweiten Schlüssels, der per Luftfracht nach Kairo geschickt werden sollte, wissen wir nichts. Wir müssen also davon ausgehen, dass er ihn schon hat. Bleibt nur noch einer. Der Schlüssel der Baronin. Korrekt. Sie brauchen meine Augen an Bord. Sie können Ihre Augen hier am Kai für mich offen halten. Ich wäre Ihnen sogar dankbar dafür. Aber wenn dieses Schiff ablegt, werden Sie uns traurig hinterherwinken. Aber... Wir haben es mit einem gefährlichen Mann zu tun und ich werde ihn ohne Rücksicht jagen. Ich werde Sie da nicht mit hineinziehen. Es ist ja wohl meine Entscheidung, ob... Ist es nicht. Es ist meine und ich habe Sie gefällt. Guten Tag, Wachtmeister Zellner. Mich beschleicht der Verdacht, dass er da nicht recht haben wird damit, dass wir hier stehen werden und ihm zuwinken werden. Na gut, wie gesagt, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmeunterbrechung, um mal zu schauen, ob alles noch in Ordnung ist. Und danach sehen wir uns mal wieder hier gleich an derselben Stelle. Bis gleich.